Für mich bitte die Rollmöpse, allerdings mit Sauerkraut. Dann ein Stück Sahnetorte. Danach die Rühreier mit Grilltomate. Und ein Schokoladencroissant. Das war alles? Und ein Wasser. Wasser. Danke. Dein Vater, hast du ihm gesagt, dass wir hier sind? Ja. Wir haben uns gestern Abend ausgesprochen. Er hat seinen Fehler eingesehen. Ich habe mich auf ein entspanntes Frühstück gefreut. Bitte noch eine Chance, bitte. Hallo, Papa. Guten Morgen zusammen. Hallo. Also, bevor ich lange um den heißen Brei rede, mache ich es lieber kurz. Ich habe mich in der letzten Zeit Ihnen gegenüber unmöglich benommen. Die Frage ist, wie das wohl in Zukunft so sein wird. Es ist kein Geheimnis, dass mir die Trennung von Elisabeth sehr an die Nieren ging. Ich habe blind um mich geschlagen, nicht einsehen wollen, dass Sie für Ihren Vater nicht verantwortlich sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich möchte Ihnen die Hand reichen, um Sie noch einmal und diesmal endgültig zu begrüßen in unserer Familie als Schwiegertochter. Und das heißt, dass Sie unsere Ehe ab jetzt akzeptieren? Ohne Wenn und Aber? Unter einer Bedingung. Dass wir uns von jetzt an endlich du sagen. Einverstanden. Ich kann nicht mehr. Ach, dann gib's mir. Also für mich war es gerade wichtig. Wo steckt dir das alles hin? Mir? Ja, und du isst noch alles durcheinander. Man soll essen, auf was man Hunger hat. Ich werde schon noch genug Kalorien verbrauchen, wenn der ganze Stress erstmal losgeht. Hausbau, Umzug, Geburt. Wie weit seid ihr denn mit dem Haus? In der Planungsphase, aber es geht voran. Wir können bald bauen. Am liebsten würde ich heute schon einziehen. Bisher musst du dich schon noch gedulden. Wie lange denn? Ich würde mal sagen, ein halbes Jahr. Oder was meint der Profi? Ja, das könnte gehen. Rohbau, Fundament brauchen die meiste Zeit, aber auch Installationen wie Wasser, Abwasser, Strom könnten für Überraschungen sorgen. Ich sehe schon, das ist dein Thema. Carla, was hältst du davon, wenn Arno uns das Haus baut? Ja.